Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Gott erhört mein Gebet nicht, so sagte mir vor ein paar Tagen jemand mit ganz großem Selbstbewusstsein. Gott hat mich nicht erhört. Wie ist es denn mit unseren Gebetsanliegen, wenn wir Gott bestürmen, mach mich gesund, lass meine Prüfung gelingen, heile meine Ehe, schenke meinen Kindern einen guten Werdegang? Geht es beim Gebet um solche Anliegen? Klingt in diesem Sinne dann nicht zynisch, wenn Jesus einmal sagt, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet? Diese Bitten meint Gott, glaube ich, nicht. Jesus meint nicht, dass ich mit einem Wunschzettel zu ihm kommen kann und nur in der rechten, frommen Gesinnung zu beten brauche und es wird mir erfüllt. Bitten sollen wir, dass Gott die Tür öffnen möge, wenn ich klopfe. Bitten sollen wir, dass Gott hören möge, wenn ich zu ihm rufe. Bitten sollen wir, dass Gott geben soll, was ich zum Leben brauche und nicht das, was ich meine zu brauchen. Bei diesem Bitten, beim Gebet, geht es darum, uns an Gott zu wenden und die Kraft zu finden, seinen Ratschluss, seine Intention, seinen Willen für unser Leben anzunehmen. In der Perspektive, dass Gott alles weiß, der immer größer ist und dass alles, was auf dieser Erde ist, immer nur vorläufig ist und dass die Vollendung, die vollkommene Erhörung und die Begegnung mit Gott immer erst noch bevorsteht. Das braucht Kraft, das braucht Mut und das braucht Ausdauer, so zu beten, dass Gott die Tür meines Herzens wirklich öffnen möge, damit ich ihn erkennen kann. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wenn ich zu dir bete, braucht es Demut. Es braucht Ausdauer, Geduld und Kraft. Öffne du die Tür meines Herzens, damit ich erkenne, was gut ist für mein Leben. Öffne du die Tür meines Glaubens, damit ich dich erkennen kann. Und schenke mir die Geduld, die es braucht, um deinen Willen in meinem Leben zu akzeptieren. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.